Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch 10 verschiedene Arten präsentieren von Randoms, die bestimmt schon jeder von euch mindestens einmal in seiner Lobby hatte. Natürlich würde ich mich mega freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben und mir ein kostenloses Abo am Start lasst. Nummer 1. Der AFK-Typ. Diesen Typen kennt auf jeden Fall jeder. Ihr startet die Runde und euer Random Mate ist einfach mal AFK. Nummer 2. Der absichtliche Trophäendropper. Auch diesen Typen haben bestimmt von euch schon einige erlebt. Der absichtliche Trophäendropper geht einfach in die Ecke des Spiels oder dreht sich im Kreis und hofft darauf, dass die gegnerische Mannschaft gewinnt, um so seine Trophäen zu droppen. Nummer 3. Der Noob. Jeder hat natürlich mal mit dem Spiel angefangen und weiß nicht, wie die Spielmechanik funktioniert. Und somit hat ihn natürlich auch jeder einmal in seiner Lobby gehabt. Den Noob. Nummer 4. Der Ich will das Tor machen Typ. Jeder kennt es bei einer Runde Brawl Ball. Ihr steht frei, der Random könnte euch passen, aber nein, er will das Tor machen. Nummer 5. Der trifft nix Typ. Auch das sehen wir immer wieder. Ihr habt einen Random im Team und er schießt und trifft einfach nicht den Gegner. Nummer 6. Der kann nicht passen Typ. Ihr steht frei und hättet die Chance aufs Tor zu ballern. Der Random möchte euch passen, aber versemmelt den Schuss grandios. Wer kennt das nicht? Nummer 7. Der möchte gern Skillshot-Typ. Auch diesen Typen hatte bestimmt schon ein jeder von euch im Team. Das Tor ist frei. Euer Random Mate könnte das Ding ins Tor befördern. Er möchte unbedingt per Skillshot reinschießen und versemmelt das Ding. Nummer 8. Der fühlt sich unsterblich-Typ. Auch diesen Typen hatte bestimmt schon jeder von euch. Dieser eine Random, der denkt, er hätte God-Mode eingeschaltet, läuft einfach in Tanks und Gegnergruppen, als wäre er unsterblich. Nummer 9. Der Carry-Typ. Jeder von euch hat es schon erlebt. Ihr kommt in eine Random-Lobby und dann ist da dieser eine Typ, der euch da einfach in Windeseile durchboxt und ihr eigentlich gar nichts machen müsstet. Nummer 10. Der alle anderen sind schuld Typ. Wer hatte den von euch noch nicht? Dieser eine Typ, der euch für alles die Schuld gibt. Ob ihr nun was gemacht habt oder nicht, ob ihr richtig oder falsch gespielt habt, ihr kriegt einfach die Schuld und er zeigt es euch, indem er auf euch schießt und mit bösen Emojis spammt. Habt ihr euch selbst wiedererkannt oder kennt ihr noch weitere Arten von Random-Typen? Lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.